Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute geht es um meine Blush-Sammlung. Ich zeige euch, welche Blushes sich aktuell in meiner Sammlung befinden. Und vielleicht schmeißen wir auch den ein oder anderen Blush heute gemeinsam raus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. So ihr Lieben, hier seht ihr alle Blushes in meiner Sammlung. Es sind wahnsinnig viele und ich wäre dankbar, wenn ich ein paar aussortieren könnte. Wir gucken sie gemeinsam durch. Ich lasse sie, glaube ich, gleich in diesen Boxen drin, schiebe die nach nebenan und wir können ein bisschen durchgucken. Starten möchte ich mit dem hier. Der ist von Bella Pierre Mineral Blush in der Farbe Desert Rose. Dann weiß ich, wo der hinkommt. Der kommt ganz sicher ins Trashosaurus-Paket rein, weil ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendeine hat gemeint, dass sie den gut findet. Aber ich glaube, das ist Natalie Nord Beauty, ich weiß es nicht. Wo gesagt hat, dass der Blush sehr toll wäre und sie hat eine Farbe und hätte vielleicht gerne diese hier noch ausprobiert, denke ich mir. Also kommt der ins Trash-Paket rein. Wen ich ganz, ganz süß finde, das ist der Blush hier von Tinkerbell von Colourpop. Der ist ein Creme-Blush, Cream to Powder und hat eine richtig, richtig coole frühlingshafte, sommerliche Farbe und den mag ich unheimlich gern. Natürlich bleibt er in meiner Sammlung. Eine ähnliche Farbe, jetzt ziehe ich ihn gerade raus. Vielleicht ein bisschen knalliger hat dieser Blush hier von MAC. Der heißt Groovy aus der Glow Play Reihe. Und der ist noch nicht oft benutzt, außer vielleicht mal geswatcht. Und ihr seht vielleicht, wie der knallig ist. Also der gefällt mir unheimlich gut. Von Benefit habe ich hier diesen Flutter Butterfly Blush, der ist auch richtig cool. Also das ist ein richtig schöner Herbstton in einem ganz kräftigen Orange mit ein bisschen Sparkles drin. Natürlich bleibt der. Von Too Faced ein Blush, der heißt Candy Glow. Natürlich bleibt der auch. Also wenn es jetzt so weitergeht, dann wird es echt schwierig. Okay, da haben wir einen. Der Berry Crush von Altera. Der kann tatsächlich gehen. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist nicht das Verfallsdatum, oder? 17/23, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der mich verlassen. Ja, süß, oder? Mega süß. Von She Glam aus der Care Bears Reihe. Ein Blush, der so ein bisschen orange ist, so ein bisschen Terrakotta-orange, neu, bleibt. Bleibt und muss immer benutzt werden. Von Rival de Loop, Radiant Flower, Flowing Blush. So, und der sieht mega genial aus, oder? Der hat so eine Blumenzeichnung mit Farbverlauf. Das ist nicht ganz mein Farbton, es ist mir zu pink. Da bin ich mir bewusst drüber. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe kaum Pink, weil ich es einfach nicht so cool finde. Und jetzt habe ich halt diesen mega hübschen Blush mit einer Farbe, die ich sonst nicht so habe. Deswegen, der bleibt. Dann habe ich hier einen von, muss ich gerade überlegen, Art Deco ist das. Der schaut so aus, der ist, könnte man auch als Bronzing-Ton nehmen. Der ist so orange und da unten ist so ein bisschen Bronzing. Ich mag den unheimlich gerne. Bronzing Blush heißt der. Ich mag den unheimlich gerne. Der bleibt. Aber der hier kann gehen. Da ist von Altera aus dieser Karottenreihe. Keine Ahnung, Karottenhasenreihe. Das war wahrscheinlich mal zu Ostern. Und der ist halt sehr basic. Also der ist schön. Den habe ich auch wirklich gerne getragen. Der war mal aus dem Tauschpaket. Den habe ich wirklich gerne getragen. Aber ist mir zu unscheinbar. Und dann habe ich den hier von Look by Bipa, den Melting Cream Blush. Und den möchte ich jetzt tatsächlich nochmal testen. Ich habe jetzt ganz viele neue Cream Blushes. Und mal gucken, ob der jetzt noch mithalten kann. Ob ich den noch gut finde oder nicht. Der muss auf jeden Fall getestet werden. Von Terra Naturi habe ich hier diesen Baked Blush. Er ist nichts Besonderes. Ich finde die Farbe so ein bisschen schmutzig. Nein, leider. Da ist leider nichts Besonderes. Dann von Huda Beauty Glowish, dieser Blush hier.
Der ist sehr hell. Wie geht denn der auf? Jetzt noch einmal drehen. Nein. Oh nein. Ah, jetzt so. Der ist wahnsinnig hell und den kann ich halt im Winter dann wieder verwenden. Aber der ist okay. Dann habe ich hier einen von Rare Beauty. Das ist die Farbe Nearly Neutral. Sieht ein bisschen abgenutzt aus. Ich weiß, es ist ein Cream Blush in so einer, ja, Nude-Farbe und den mag ich auch sehr gerne. Man muss halt ein bisschen auf die Konsistenz aufpassen. Ich habe den mal gekauft, ich glaube im Winter, da war der sehr fest und ich habe mich noch gewundert. Jetzt im Sommer ist er mir zu weich. Also der hängt wirklich stark mit der Umgebungstemperatur zusammen, ob man den benutzen kann überhaupt oder nicht. Dann habe ich den hier. Ich glaube, ich habe da noch einen zweiten davon. Kommt wahrscheinlich noch irgendwo raus. Und der ist ein richtig schöner so Aprikoton mit einem leichten Goldschimmer. Der ist von Essence, der Bouncy Blush aus der Mickey Mouse Reihe. Der bleibt selbstverständlich. Und ganz neu bei mir von RMS Beauty. So, dieser hier. Der ist auch gigantisch. Mit einem ganz, ganz krassen Shift in strahlendem Gold. Ich finde den wirklich genial. Bleibt natürlich. So, dann habe ich hier noch Colourpop. Und es ist ein Crossroads. Der heißt Crossroads. Und dieser Blush ist okay. Der hat so Goldglitzer drin. Aber ich finde ihn ganz gut. Also ist okay. Ja, der bleibt. Dann der Blooming Bright Blush. Ja, ich musste den ja nochmal nachkaufen. Stefanie hat gesagt, der ist der Wahnsinn. Also habe ich mir den nochmal bestellt. Und ich finde wirklich auch echt was Besonderes. Der ist wirklich nicht schlecht. Und dann habe ich hier von Ofra ein Schätzchen aus der Samantha March Reihe. Schaut so aus und ich mag die Töne sehr gerne. Sie sind mir fast ein bisschen zu dunkel, aber jetzt im Sommer geht. Im Sommer kann ich den auf jeden Fall tragen. Von Barbour habe ich einen Blush namens Tricolor in der Farbe 02 Rosé. Schaut so aus, wurde auch schon gerne benutzt. Benutze ich auch gerne wieder. Ich mag die Töne fast im Winter lieber als im Sommer. Dann von Benecos Natural Powder Blush. Ich glaube, der hier fliegt heute raus, weil der von Barbour doch sehr, sehr ähnlich ist. Und wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden muss, bleibt Barbour, weil ich doch hier diese dunkle Farbe sehr plump und schmutzig finde. Blöd gesagt. Also die zwei sind gut, beziehungsweise die finde ich toll. Die ist mir fast zu pinky wieder, die ist mir ein bisschen zu schmutzig. Der wird mich verlassen. Von Clinique, da habe ich insgesamt zwei. Die sollte ich mal wieder testen. Die habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Black Honey Pop ist der und der ist Melon Pop. Finde sie mega süß, aber man muss sie halt mal wieder benutzen, gell? Die habe ich sicher schon länger nicht benutzt. Dann habe ich hier Pokémon meets Colourpop. Der heißt Electro Ball. Und den würde ich nicht benutzen. Ganz einfach, weil er knallrot ist. Aber es ist einfach der Pikachu Blush von Colourpop. Und dadurch, dass ich ein bisschen da auch, ich will nicht sagen Fan, aber wir machen doch relativ viel Videogames, gerade mein Sohn und ich. Und ich werde mir jetzt dann auch eine Switch kaufen. Und dadurch, ja, der muss bleiben. Der muss einfach bleiben. Und dann habe ich noch diese zwei Schätzchen hier. Und da überlege ich, ob mich da vielleicht auch eins der beiden verlässt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass mich eins der beiden verlässt. Aber um das entscheiden zu können, das möchte ich jetzt nicht auf der Hand mit dem Swatchen entscheiden. Das möchte ich jetzt einfach so nochmal auf dem Gesicht entscheiden. Möchte ich mich damit schminken und nochmal gucken, welcher von beiden eigentlich in meinem Gesicht am schönsten für mich wirkt. Ja, das ist jetzt ein Stechen, ein 1:1. Dann habe ich hier von Terra Naturi Peach Me Up diesen Blush. War mal eine Zeit lang einer meiner Liebsten, aber inzwischen habe ich andere Blushes, die mir auch in die Peach-Richtung besser gefallen. Das heißt, das ist auch nur so ein Wackelkandidat, probiere ich noch einmal aus. Und der hier von Kiko, das ist wirklich, der heißt Energy Shake Mauve. Der ist wirklich einer, der mir wirklich in, also wirklich, 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 in rosa gefällt. Rosa Mauve. Also ich hätte nie gedacht, dass mir der Ton auf dem Gesicht gefällt, aber dieser tut's. Mit der ganz zarten, seidigen Konsistenz mega. Von Kiko ebenfalls habe ich hier aus der Crazy 90s Reihe den Blush. Und der schaut einfach mal so aus.
Und ich habe da schon den Highlighter aussortiert und deswegen der Blush wird bleiben. Das ist mein einziger, mal nicht so in die lila Richtung und deswegen bleibt der. Dann habe ich hier noch einen Blush von Kaleidos. Und ich habe jetzt gehofft, dass Kaleidos kommt ja jetzt zu Monolith. Und ich habe gehofft, dass die Blushes auch zu Monolith kommen. Weil dann hole ich mir eine hübschere Farbe als den hier, den ich habe. Und gebe den hier weg. Aber bis jetzt kommen, soweit ich weiß, nur die Lidschattenpaletten und ein paar Lippenprodukte. Weil, ihr seht selbst, der ist dunkelrot. Und ich für meine hellen Haut und blonden Haaren, dunkelroter Blush, gruselig, oder? Das heißt, ich werde den hier noch einmal probieren, auf meinen Schminktisch legen und wirklich mal im Gesicht probieren. Und wenn er mir nicht taugt, dann fliegt er trotz Packaging. Der hier fliegt garantiert nicht von Milani. Das ist dieser Luminoso. Der ist sehr bekannt und ist auch wirklich ein wunderschöner Ton. Der bleibt selbstverständlich. Bleiben wird auch erst einmal dieser Strawberry Jam von Physicians Formula. Weil ich diesen Ton auch sehr spannend finde. Das ist zwar ein rosa Ton, aber nicht so quietschig rosa, sondern schon ein bisschen gedeckter. Und er hat so einen ganz leichten Shift. Der bleibt. Aus der Club Tropicana Reihe der Blush bleibt auch. Also diese Reihe hat es mir echt angetan. Und dieser Blush ist auch wunderschön. Auch der wird in meiner Sammlung bleiben. Sehr neu habe ich noch dieses Schätzchen hier. Charlotte Tilbury Pillow Talk Cheek to Cheek. Und das ist sehr hell. Das ist unheimlich hell. Das wird eher ein Winterprodukt für mich werden. Aber wird es aber auch wirklich werden. Das heißt, ich hebe ihn mir auf im Winter. Dann habe ich hier noch ein ganz spannendes Schätzchen von Odin's Eye in der Farbe Warm Sun. Und es ist nämlich so ein Orange Terracotta. Auch ein ganz besonderer Ton, den ich so sonst nicht in meiner Sammlung habe. Natürlich. Bleibt. Von Kiko aus der Unexpected Paradise Reihe. Ich spoilere jetzt nicht die anderen Videos. Das Blush-Video ist jetzt das letzte, was ich mache. Aber ich habe da schon aus der Reihe was ordentlich aussortiert. Aber der Blush wird nochmal getestet. Ich gebe den noch nicht so kampflos her. Der ist noch zum Testen. Der kommt auf meinen Testhaufen. So, der Blush bleibt garantiert. Der Peach Blush von Too Faced. Aber wenn das schon so abgenudelt aussieht und nicht mehr schön ist, der ist einfach genial. Riecht nach Pfirsich. Der geht immer bei mir. Und dieser hier, der war in einer Box drin. Den finde ich total süß, aber eher für den Winter. Bleibt für den Winter. Und dann der aus dem Adventskalender, Manhattan Maxi Blush. Den möchte ich auch gern im Winter testen, weil das so ein bisschen ein kühlerer Ton ist. Freue ich mich schon drauf. Und dann habe ich noch zwei Stück hier drin. Holen wir die mal hierher. Das ist zum einen der NARS Orgasm, noch in der Mini-Version. Den habe ich auch als Face, in der Face-Palette drin. Und der ist halt auch mit so einem goldenen Schimmer. Gefällt mir sehr gut. Und noch aus dieser Mickey-Reihe der Bouncy Blush in der Farbe Another Perfect Day. Der ist halt ein bisschen dunkler als der andere. Aber ich finde ihn auch spannend. Der bleibt auch in meiner Sammlung. Dazwischen schieben möchte ich jetzt noch meine flüssigen Stiftsachen und so weiter. Von Epoda habe ich insgesamt 2, sehe ich gerade. Ich dachte irgendwie, ich habe 3, aber nein, ich habe 2. Die lege ich mal daher. Ich habe einen so einen Benetint. Den muss ich noch unbedingt ausprobieren. Der ist noch neu. Der bleibt so lange, bis ich ihn ausprobiert habe. Dieser Blush Stick von Cosmical Mood ist mega. Den mag ich total gerne. Also der bleibt auch. Dann habe ich 2 diese Puff Paints von Natasha Denona. Die mag ich auch unheimlich gerne. Die Farben finde ich sehr toll. Der hier fliegt jetzt einmal. Den benutze ich nicht, den Liquid Blush von Catrice X Jenny. Hoppala. Ich weiß gar nicht, ob der noch gut ist. Nein, 6 Monate. Also der ist auf jeden Fall abgelaufen. Der ist nimmer. Gut, der ist vielleicht noch gut, aber der ist jetzt auf jeden Fall über dem Verfallsdatum drüber. Dann habe ich das hier. Das ist ein sehr cooler Blush-Stick. Den hatte ich im Tauschpaket einmal drin. Den muss ich einfach nochmal ausprobieren. Und das hier, das ist sehr glowy. Das sollte ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist mir vielleicht fast zu glowy. Der hier, dieser Liquid Blush, den finde ich mega. Der ist von
Steht jetzt nicht drauf, aber das ist irgendein Indie-Brand. Ah ja, Glossgots war das, glaube ich. Genau, der ist super, bleibt. Was auch bleiben wird, ist der Blush Lights. Ich weiß es gar nicht, ist das Blush oder Highlighter? Hätte es vielleicht eher so ein Highlights gehört. Der ist so orange metallic und bleibt auf jeden Fall zum Spiegeln. Und hier von Yepoda eben einmal der hier Get Glassy. Ich muss die einfach öfters verwenden. Das ist halt schon sehr stark Pinkton. Und der hier, der muss ich gucken, das ist eher so ein Rosenholzton. Den werde ich vielleicht noch öfters benutzen. Den Pinkton muss ich nochmal ausprobieren, ob der wirklich was für mich ist. Gut, also ich konnte ein paar Sachen aussortieren, aber wirklich viele Sachen müssen einfach nochmal getestet werden auf dem Schminktisch, damit ich mich da wirklich entscheiden kann. Das heißt, heute noch nicht das endgültige Ergebnis. Vielleicht kann ich dann nochmal irgendwann so ein Video machen mit allen Sachen, die dann wirklich aussortiert wurden. Aber jetzt muss ich einfach nochmal gucken. Jetzt habe ich nochmal alles gesichtet und jetzt weiß ich, was ich mir nochmal genauer anschauen möchte. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.